Applaus für Gusto! Hallo! Ja, schön, das ist mein erstes Mal hier heute. Deshalb habe ich auch einen ganz besonderen Text. Der ist, wenn wir einige Studenten da haben, hoffentlich was für euch. Und zwar möchte ich euch heute mit einer mathematischen Wortspielgeschichte beweisen, wie unterhaltsame Mathematik eigentlich sein kann. Und wie das die Mathematik eben oft auch tut, dreht sich diese Geschichte um eine Unbekannte. Auf einmal sah ich diese schöne Unbekannte. Es war in einer Therme. Ihre Schenkel waren perfekt symmetrisch, aber sie war nicht nur gleichschenklig. All ihre Proportionen waren makellos, genau wie beim goldenen Schnitt. Ich wurde nervös und musste erstmal dringend pie. Innerlich hatten Engelchen und Teufelchen eindeutig Differenzen wegen der Rundungen der Unbekannten. Und das waren große Rundungsdifferenzen. Die beiden diskutierten heftig, ob ich bei den Kurven der Unbekannten schwach werden sollte. Ja, ihre Meinungen waren geteilt. Mal hieß es Plus, mal Minus. Aber schließlich zeigte sich bei dieser heftigen Kurvendiskussion die Funktion meiner Potenz an einer rapiden Steigung. Zugegeben, das war wirklich grenzwertig. Aber es ging nicht mehr zurück. Ich konnte die Uhr nicht mehr auf Null stellen. Der Wendepunkt war überschritten und ich hatte nur noch eins im Sinn. Und das Verlangen würde wohl erst aufhören, wenn mir bei ihr so lange eine Integration gelingt, bis ich mit einem befriedigenden Ergebnis meine Wurzel aus der Unbekannten ziehe. Aber was, wenn sie das gar nicht will? Was, wenn sie bei einer Annäherung wütend wird? Dann schlägt sie am Ende vielleicht noch zu und ich muss mit einem Bruch rechnen. Oder was, wenn ihr mein Stick nicht gefällt oder wie ich damit rumstoche? Nein, ich mache mich nicht verrückt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist quasi gleich null. Nein, bisher gab es noch nie Probleme mit meinem Stocherstick. Ich sprach sie höflich an. Und dabei habe ich mich natürlich wie ein Gentleman genommen. Und auch sie stellte sich vor, ganz formell. Sie war Französin und hieß Lucis, Anna Lucis. Wir bestellten uns Cocktails, ich nahm einen Prim, sie ein Eulersche. Die Rechnung ging natürlich auf mich, also ich wollte nicht nur meinen Prim zahlen. Es verstand sich von selbst, dass ich auch ihr Eulersche zahle. Und ich mache sowas, weil sich das gehört. Ich muss nicht wegen Macho-Gehabe oder irgendwelcher Komplexe zahlen. Anna und ich waren uns sympathisch und verabredeten uns ein paar Tage später zum Date. Wir gingen schön essen und teilten uns eine große Pizza. Die Pizza war in perfekt essbare Stücke zerteilt, dank der idealen Anzahl von Schnitten, also einer optimalen Schnittmenge. Doch dazu gab es noch viereckige Mini-Snacks gratis, sozusagen als quadratische Ergänzung. Und die Art, wie die zubereitet waren, bewies eindeutig, dass sie mit einem Induktionsherd gemacht wurden. Ja, das war ganz klar ein Induktionsbeweis. Es waren Nuss-Snacks und die kamen bei Anna super an. Denn wie sich herausstellte, liebte sie Nuss. Ganz besonders Haselnuss und Cosinus. Jedenfalls aßen wir alle Teile leer. Wir aßen sogar das kleinste gemeinsame Teil leer. Und das ist auch heute noch so. Wenn wir teilen, bleibt kein Rest. Aber wir tranken auch einiges und wir kamen in Partylaune infolge des Trinkens. Wobei, wir tankten schon ordentlich. Also, wir kamen in Partylaune infolge des Tankens. Darum gingen wir tanzen. Erst kam ein Rhythmus, der war etwas steif, aber dann kam ein Lockerrhythmus. Anna und ich verstanden uns prächtig. Sie war zwar frisch getrennt und ich hatte kurz Bedenken, dass da vielleicht noch was wäre, aber ich merkte schnell, das war endgültig vorbei. Und sie erzählte zwar von ihrem Verflossenen, das war so einer, der ständig seine Ansichten änderte. Also seine Meinung war eine Variable.
Mal war er eher liberal und politisch in der linken Ecke. Und dann vertrat er plötzlich wieder den rechten Winkel. Aber sonst redete sie kein Wort vom X oder wie toll doch sein Po war. Am meisten eben keine Tussi, schon gar keine, die mir die Vorzüge vom Expo nennt. Und wir haben so viel gemeinsam. Es gibt so viele Parallelen. Wir mögen zum Beispiel die gleichen Filme wie Matrix oder Terminator 2, Tag der Abrechnung. Und wir beide mögen Kinder. Deshalb wollten wir auch gern selbst Nachfahren liefern, also Nachkommen stellen. Und so kamen wir schnell auf einen gemeinsamen Nenner. Ehe wir uns versahen, hatten wir nur noch Unterwäsche an. Und Anna trug nicht etwa einen Wonderbra. Nein, sie trug einen Algebra. Und schon lagen wir zusammen auf der Matte. Und weil wir ja Kinder wollten, machte ich sie dann auf der Mathematik. Deshalb ist das erste Produkt unserer Liebe auch schon unterwegs. Dafür habe ich schon so eine Kuschelente der Firma Quozi besorgt. Eine originale Quozi-Ent. Gut, das ist schon so eine teure Angeberente, aber wir finden beide, unser Kleiner verdient diese Protzente. Natürlich haben wir auch ab und zu unsere Differenzen, aber am Ende kriegen wir es immer wieder hin. Und wir sind so unendlich glücklich, dass wir fast jeden Tag Lieder singen oder summen. Und die Moral von der Geschichte: bei einer Unbekannten muss man mit allem rechnen.